Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem neuen Video seit langem. Ich habe tatsächlich... Dass jemand bockig. Ich habe tatsächlich vor kurzem noch ein Video gedreht, aber nicht vollständig. Ich kann euch ein paar Sequenzen noch reinschneiden. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist Freitag, ich habe heute verhältnismäßig wenig zu tun, was eigentlich auch ganz gut ist, weil ich habe morgen einen großen Dreh, oh hier, der Staubsauger ist gerade hier am Start, als ob der jetzt hier in die Ecke fährt. Ich habe morgen einen großen Dreh und zwar drehen wir eine Doku, bei der ich die Redaktion führe. Und das bedeutet für mich natürlich morgen komplett... organisatorisch alles im Griff haben und eben jetzt auch schon in der Vorplanung da eine ganze Menge zu tun gehabt und ich bin jetzt auch noch nicht ganz fertig, ich setze mich deswegen da jetzt ran. Unser Plan ist es jetzt, unsere Weihnachtsoutfits zusammenzustellen. Wir brauchen Outfits für den 24., 25., 26., 27., weil wir uns dieses Jahr einfach mega schick anziehen wollen, weil das ist halt, also ganz ehrlich, in einem Jahr, wo halt irgendwie nichts stattfinden darf, keine großen Feiern und so, hat man irgendwie keinen Anlass, um sich schick anzuziehen und ich finde, Weihnachten ist aber ein würdiger Anlass. Deswegen stellen wir jetzt unsere Outfits zusammen. So, wir haben unsere ersten Outfits. Die Socken sind wunderbar. Ich überlege halt noch wegen so einer Feinstrumpfhose. Das ist jetzt 24.12., wir passen farblich auf jeden Fall zusammen. So, 25. Karl trägt das, was da hängt, sieht man, das Blaue und wir tragen das, so weiß. Okay, Outfit für den 27. Das Problem ist bloß, wir beide passen überhaupt nicht farblich zusammen und wenn dann Karl noch sein braunes Hemd dazu anzieht, deine Hose ist das Problem. Ja, ich will was anderes haben. Oder, tschüss, zieh ich aus. Oh, ich weiß, was ich anziehe. Auf jeden Fall, ich werde hier noch eine Feinstrumpfhose drunter ziehen. Ich habe mir da schon welche hingelegt, aber das ist jetzt erstmal mein Outfit für den 27. Für den 26. brauchen nur Karl und ich ein Outfit. Das ist geil. Tim da arbeiten muss, deine Eltern werden sich freuen. Ja, oder? Also ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, aber die werden dich rauswerfen. Ich würde mich selbst auch rauswerfen, wenn ich so antanzen würde. So, 26. Das ist mein Standard-Vorstellungsgespräch-Outfit, aber ich bin so unkreativ. Ich wollte nicht noch mein Kleid oder einen Rock oder sowas anziehen. Besser? So. Es ist auf jeden Fall... Mir geht's so darum, dass das ist jetzt das die passt Hose. Besser zu allem als deine kackfarbene Hose. So, pünktlich zur Mittagszeit hat der Postbote geklingelt und ein Paket gebracht. Also ich habe mich dazu entschlossen, das habe ich schon lange vorgehabt. Ich habe immer auf den perfekten Moment gewartet. Und jetzt neulich haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten, also was wir halt aktuell so essen und wie wir so essen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Essen. Mich langweilt das so, wir machen nicht immer dasselbe, aber es fühlt sich so an. Ich weiß es nicht, also wenn ich keinen Hunger hätte, dann würde ich einfach nichts mehr essen, weil es ist so schrecklich so, das ist ein übelstes Luxusproblem, ich weiß, aber es ist halt irgendwie so, es sind oft schon dieselben Zutaten, die wir aber anders verarbeiten, aber mir fehlt da so ein bisschen diese, wie nennt man das, diese Abwechslung und so, keine Ahnung, ich kann das nicht erklären, vielleicht kennt jemand von euch das Gefühl? Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Dann dachte ich mir so, okay, jetzt hast du eine Saftkur und danach ist dein Körper komplett high. Oh, da sind Eisakkus drin. Die können wir wiederverwenden. Also ist mein Körper komplett gereinigt und dann habe ich vielleicht doch nochmal eine ganz andere Einstellung zu normalem Essen. Und der perfekte Zeitpunkt dafür ist jetzt kurz vor Weihnachten. Ich habe mir für 4 Tage das bestellt. Da ich das jetzt zu Mittag ankam, mache ich das 3 ganze und 2 halbe Tage. So, jetzt haben wir hier erstmal die Eisakkus. Mega cool. Kannst du den bitte in den Gefrierschrank tun? Jetzt haben wir endlich mal Kühlakkus. Ja, ich unten noch rein wollen. Ja. So, und hier habe ich einen Karton voller kaltgepresste Säfte. Und hier ist noch ein Ingwer-Shot dabei. Ich versuche euch das mal zu zeigen, ohne dass die alle rausfallen. Einen wunderschönen guten Morgen. Man ignoriere bitte meine Frisur. Heute ist der 24. Und wir sind jetzt hier gerade noch ein bisschen am
Zeug machen. Das eine Geschenk für Tim, was ich euch schon erzählt hatte und... Oh, Alter, wie sehe ich aus? Ich muss gleich duschen gehen. Und das ewig nicht ankam, ist jetzt angekommen. Und zwar ist das der Duftbaum. Ich finde den mega cool. Den muss ich jetzt noch verpacken. Der kam am 21. Also mega, mega spät. So, jetzt sind hier wirklich alle Geschenke verpackt. Das ist das eine, was ich jetzt noch gemacht habe. Eine Karte habe ich auch noch geschrieben. Das ist alles soweit fertig. Das heißt, ich kann es jetzt wieder auf den Schrank stellen und nachher unter den Baum legen. Jetzt geht es aber um was ganz anderes. Wir haben nämlich kurzfristig entschieden, dass wir renovieren. Und das wollte ich euch jetzt mal eben zeigen, wie weit der Stand ist. Ihr seht hier hinter mir schon ein bisschen was. Wir haben nämlich die Zimmer getauscht, Schlafzimmer und Kinderzimmer. Genau, und da zeige ich euch jetzt mal, wie der Stand soweit ist. Also, der Schrank hier bleibt hier. Wir haben ein paar Klamotten in die Kommode ausgelagert, zeige ich euch gleich. Also das wird jetzt unser Kleiderschrank. Unser Nachtschrank ist auch mit hier rüber gewandert. Der steht aber noch nicht an der finalen Stelle. Dann haben wir gestern Abend gestrichen. Hier haben wir einen dekorativen Streifen gemacht. Das Bild wird auch hier noch aufgehängt. Die hängt soweit schon. Die andere kommt dann hier irgendwie noch hin. Mal gucken. Genau, hier in die Ecke kommt ein Bett. Hier ist ein Teil vom Bett. Das wurde heute früh irgendwie um 8 oder so geliefert. Ich bin von dem Klingeln, von Ikea wach geworden. Das war nicht so schön. Genau, dann die kommt auch dahin. Und hier ist die andere Lichterkette. Genau, das ist erstmal für hier. Wir haben ja noch diese Teppiche hier oben. Ach ja, die Lampen müssen wir auch noch vertauschen. Genau, und hier wird es wahrscheinlich nur einer werden. So, was haben wir hier? Hier sind die Lattenroste. Hier hinten sieht es jetzt mega chaotisch aus, weil wir jetzt so viel aussortiert und so haben. Und hier hinten ist auch noch zum Beispiel die Verpackung von unserer neuen Matratze. Genau, das sind Bettteile. Das ist die Wandfarbe für Karls Zimmer. Da wird nachher noch gestrichen. Und hier ist eigentlich schon ziemlich viel eingezogen von drüben. Also er kriegt jetzt unser Bett, weil das passt leider halt nicht rüber. Deswegen haben wir ein neues bestellt und das ist unsere neue Matratze. Die muss ich noch ein bisschen ausbreiten sozusagen. Genau, und hier drüben möchte ich dann noch streichen. Also hier seht ihr ja noch so zugegipste Löcher, die müssen ja überstrichen werden und so. Das mit dem Streichen mache ich nachher, zeige ich euch alles. Die Regale zum Beispiel sind noch nicht. Genau, und da wird drüber gestrichen. Die Regale sind zum Beispiel erstmal nur so drauf gesteckt, damit ich die dann abnehmen kann zum Streichen. Genau, hier steht das. Das können wir wahrscheinlich bald wegräumen. Hier sind jetzt Sachen von Karl drin und ein paar Sachen von uns noch, weil er braucht echt nicht so viele Sachen. Und bis jetzt hat er hier drinnen geschlafen, aber wir hatten ja noch keine zweite Matratze, deswegen hat er noch nicht hier übernachtet. Genau, was kann ich euch noch zeigen? Das haben wir schon aufgehängt und hier seht ihr die Wimpelkette. Ich kann nicht so nach draußen filmen. Genau, hier... Ah, hier muss auch noch drüber gestrichen werden, sehe ich gerade, das Bild hängt schon. Ja. Aber jedenfalls hat er jetzt ein viel größeres Zimmer, was glaube ich für ihn... Du willst auch drin vorkommen. Will ich? Was für ihn glaube ich viel besser ist, weil er da viel mehr spielen kann. Und wenn dieses Reisebett da... Es ist der super Bildausschnitt. Ich wollte gerade sagen... wenn das Reisebett da weg ist, dann hat er ja ganz viel Fläche da auf dem Boden, wo er auch spielen kann, auf seinem Teppich. Die Ecke ist an sich schon ziemlich stimmig, finde ich. Genau, also das passt auch hierher. So, und wir haben seit gestern pünktlich vor Silvester, also heute ist der 31., endlich Tiefgaragenstellplätze, also unsere Autos nicht draußen stehen müssen, wenn Leute irgendwie böllern oder sowas. Ich zeige euch die gleich mal. Ich bin jetzt hier im tiefsten unteren Keller, was weiß ich. Ich muss ehrlich sagen, also ich hätte mir schönere Parkplätze vorstellen können, weil wir ein ganzes Stückchen weit laufen müssen, ganz weit hinter, ganz weit runter, also in der untersten Ebene. Und dazu kommt einfach, dass es... Och nee, es ist jetzt nicht wahr. Ich zeig's euch. Ich muss jetzt hier andere Autos wegfahren, um an mein Auto ranzukommen. Wir haben hier so schöne Doppelparker und hier sind so verschiebbare Parkplätze. Ja, und unsere Autos,
sind zugeparkt. Ich muss jetzt die hier irgendwie wegkriegen. Oh, ist das hartnäckig, ey. Ich glaube, es geht so hier. Zu Hause und sehe da, wir haben ein Bett und der Nachttrank steht jetzt an seinem Platz. Ich habe hier von hinten eine Steckdosenleiste verlegt. Es hat, habt ihr gehört, es hat gerade draußen geknallt. Ich bin sehr froh, dass die Autos jetzt drinnen stehen. Ja, ich habe die Lampe mal angemacht. Genau, hier fehlt jetzt noch die Matratze. Ich finde das mega schön, auch mit diesem Streifen hier. Oh mein Gott, ich freue mich so. Und Tim hat die Lampen umgehängt. So, wir haben erstmal hier schön aufgeräumt. Das Reisebett ist weg. Das bedeutet, Karls Bett ist fertig. Aua, auf was stehe ich hier? Schön, ein Playmobil-Ast. Auch gut. Ja, Karls Bett ist fertig. Er hat sich schon sehr darüber gefreut. Unser Bett ist auch fertig. Das ist gemacht. Und jetzt werde ich hier mal streichen hier drüben. Also erstmal abkleben, Regal und dann alles abnehmen. Dann wird hier gestrichen. Fertig, noch nicht getrocknet, logisch. Diese Dinge haben jetzt ein bisschen was abbekommen, aber es ist mir jetzt auch egal. Sieht man eh nicht. Ich hoffe, ich habe nah genug rangemalt. Vor allem hier oben mal gucken, wenn wir nachher sehen. Ansonsten muss ich noch was ausbessern. Genau. Und jetzt nochmal, wie das Grün im Allgemeinen hier so dahin passt. Ich finde, es passt gut. Wir sind der Meinung, Karls Zimmer ist komplett fertig und ich zeige euch das jetzt mal. Ich kann jetzt dadurch, dass es dunkel ist, auch hier schön Richtung Fenster filmen. Man kann eh nicht rausgucken. Ich gehe auch gleich nochmal rein. Ja, aber man sieht nur die Spiegelung von allem hier drinnen. So. Ich zeige das euch jetzt nochmal von der anderen Seite. Also, hier ist jetzt so dieser Bereich. Ja, ich glaube, ich brauche dazu nicht so viel zu sagen. Dann ist hier das ganze Spielzeug drin in dem Regal. Hier liegt jetzt der Autoteppich. So, und ich zeige es euch jetzt noch von hier. Die hätte ich natürlich auch noch für den schönen Effekt anmachen können. Genau, so sieht es jetzt aus. Ich finde es total schön. Gefällt es dir auch? Ja. Freust du dich, dass du ein großes Zimmer hast? Ja. Dann öffne ich jetzt die Tür. Du darfst diese grüne Wand hier noch nicht anfassen. Die ist noch nass. Und auch nicht mit dem Pullover oder so rankommen. Aber dann öffne ich jetzt mal dein neues Zimmer. Viel Spaß. Sie dürfen spielen. Mit dir, Mami. Okay. Hier sind jetzt noch die Lichterketten dazugekommen. Und das Bild. Und da hinten, oh, da ist noch eine Schraube, die müssen wir noch rausdrehen, das Loch zugipsen und überstreichen. Das ist noch von dem anderen Bild von Karl. Ja, und ansonsten, hier ist halt echt nicht so viel, ne? Der Raum ist auf jeden Fall jetzt auch fertig. Ich freue mich mega und somit sind, bis auf diese eine Schraube, die man von hier aus jetzt gar nicht sieht, aber somit sind unsere Renovierungsarbeiten abgeschlossen.